Auftrag im Hafenbahnhof. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Train Simulator 3, der Dennis Spitters. Willkommen im Hafenrangierbahnhof. Ihre zugewiesene Lokomotive wartet bereits auf Sie. Bilden Sie einen Zugverband und machen Sie diesen für die Lieferung nach Aschaffenburg bereit. Ja, dann wollen wir mal beginnen mit unserer Diesel-Lok 204-358-6. Wie gedacht, ich mache mal wieder ein Güterzug-Szenario, habe ich schon länger nicht mehr gemacht. Steigen wir mal ein hier. So, schließen die Türe. Und dann setzen wir uns hier mal hin, würde ich sagen. Und als allererstes müssen wir natürlich den Hauptschlüssel einstecken. Auf vorwärts verstellen. Dann müssen wir den Bremsschlüssel auf aktiv stellen, da oben. So. Öffnen Sie die 2D-Karte. Von hier können Sie Handweichen stellen, um im Rangierbahnhof erfolgreich zu rangieren und Wagen anzukuppeln. So, so. Nun denn. Wo muss ich denn überhaupt hin? Das ist die gute Frage. Wo muss ich? Oh, da ist unser Ziel. Okay. Ich bin jetzt so still. Das scheint funktioniert zu haben. Okay, das hat anscheinend schon funktioniert. Das hat schon gereicht. So. Jetzt muss ich nur gucken, wie bekomme ich eigentlich Licht. Nicht und so weiter. Muss ja auch irgendwie funktionieren. Eigene Multiplikator. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Haben wir hier noch für Schalter? Instrumentenbeleuchtung ein. Sand. EZB. Da brauchen wir jetzt beim Regieren, glaube ich, eher nicht, würde ich jetzt einfach mal so tippen. Vordere Spitzenlicht ein. Ein. Rot. Rot. Genau. So, dann haben wir es, glaube ich. Oh, wir, Gottes Willen. Rasen rollen ja aufs rote Signal zu. Das geht ja gar nicht. So, das haben wir soweit eingestellt, wie ihr seht. Sollten vielleicht auch den Richtungswender nach vorwärts verlegen. So. Naja. Dann würde ich sagen, gucken wir einfach mal, was wir hier loskommt. Lösen die Bremse. Dann fahren wir mal los. Kuppeln dann die 5 Wagen dran. Bremse gehen, sonst wären wir zu schnell. Ja, ein bisschen aufschalten können wir dann doch. Wunderschön, wunderschön. Das müssen wir natürlich erstmal bis da vorne fahren, damit wir auf dieses Gleis hier kommen neben uns. Ja, logisch. Da müssen wir natürlich erstmal wieder die Weiche umstellen. Stoppen.
wir uns auf der Karte umsehen. Da müssen wir hin, das heißt... Das ist jetzt darauf verlegt. Das passt. Wunderschön. Da können wir so zurückfahren. Das heißt, Richtungswender rückwärts verlegen. Gucken in diese Richtung. Lösen die Bremse. Schalten langsam auf. Und dann sehen wir, dass wir alles richtig gemacht haben. Sehr, sehr schön. So, wir brauchen gar nicht zu schnell werden, weil wir jetzt gleich schon an den Waggons sind. Schon mal ein bisschen bremsen hier. So. So, es dürfte eigentlich genügen. Steigen wir mal aus, würde ich sagen. Kuppeln das Ganze mal an. Hier unten geht's raus. Patsch. Ja, schön. Dann dauert es immer ein bisschen, bis er das registriert. Jetzt hat das. So, jetzt dürfen wir weiterfahren. In den nächsten Wagen. Wieder die Tür zu. Setzen uns hier auf unseren Sitz. Und dann sehen wir, dass da hinten unser Ziel ist. Da müssen wir natürlich wieder in die Karte schauen. Lokalisieren, wo das Ziel ist. Das ist da. Da müssen wir hier natürlich, wir stehen jetzt auf dieses Gleis, müssen auf, da müssen wir hin. Passt das denn so? Das sieht ganz gut aus. Ja, dann können wir das so lassen. Und lösen die Bremse. Schalten langsam auf. Stopp. Fehler, natürlich. Und die Richtungswender nach vorne fliegen, sonst wird es nichts. Jetzt aber. Wunderschön. Wunderschön. Stellen Sie die Richtungswende auf neutral. Das tun wir. Entfernen Sie den Hauptschlüssel. Setzen Sie sich in den hinteren Lokführersitz. Decken Sie den Hauptschlüssel ein. Den müssen wir natürlich nach vorwärts verlegen. Zwei Wagen. Schauen wir wieder auf Karte. Unser Ziel ist
Da. Da müssen wir hin. Diesem Gleis. Das heißt, hier ist unser Zug. Zack. Das passt. Passt. Das passt. Ja, dürfte eigentlich jetzt alles passen. Schauen wir uns das Ganze mal wieder von draußen an. Natürlich. Mal jetzt nicht vergessen, den Richtungswender vorne verlegen, beziehungsweise zurück verlegen. Löse die Bremse. Und dann geht's los. Stopp, 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 stopp. Doch, den Richtungswender falsch verlegt? Anscheinend hatte ich den doch falsch verlegt. Na komm. Warum willst du denn nicht? Ach, ich glaube, ich weiß warum. Okay. Ein Stück vorfahren. Jetzt. So, es dürfte es aber eigentlich passen. So, lösen die Bremse. Ah, die Bremse war nicht gelöst. Das war das Problem. Okay. Hat natürlich jetzt ganz schön viel zu tun. Aber es müsste funktionieren. Wunderschön. Wunderschön.
Ach Gott, das ganze Stück. Ah. Das war ja noch ein ganzes Stück. Komm schon. So, Bremse steht. Das heißt, wir können wieder einsteigen. Beziehungsweise in die Kabine gehen, dann aussteigen. Wir nämlich natürlich wieder kuppeln müssen. So, 7 Waggons haben wir jetzt anzukuppeln. Oh Gottes Willen, wie sind die denn jetzt? Gerade nicht durch. Abkuppeln? Ach so, ah! Jetzt, okay, sorry, ich stand auf dem Schlauch. Alles klar. Die Lok abkuppeln. Alles klar, ich wollte gerade sagen. Ein Waggon können wir jetzt ankuppeln. So, das heißt, setzen wir uns hier auf diesen Sitz. Machen hier natürlich erstmal wieder. Ach, erst da den Richtungswender abstüpseln. So, dann setzen wir uns hier hin. Lösen die Bremse. Ey, hallo. Lösen die Bremse. Halt langsam auf. Soll ich kurz gucken, bevor ich jetzt überhaupt losfahre, in die Karte rein. Will da überhaupt hinkommen, wenn wir hin müssen. Da müssen wir hin. Da müssen wir so erstmal vorziehen. Sowieso erstmal vorziehen, um das gleich zu machen. Ja, okay, dann kann ich auch erstmal weiterfahren. So, da steht unser Waggon schon, ganz einsam und verlassen. So, ich glaube, hier können wir stehen bleiben. So, jetzt müssen wir nämlich gucken. Die muss da drauf. Oder? Nee. Doch, oder? Nee. Ganz verkehrt.
Die muss da schon mal bleiben, die muss aber umgestellt werden. Jetzt passt es. So, das heißt, Richtungswender, Bremse lösen. Gib ihm. Ja, war vielleicht ein klein bisschen rumpelig, aber wir stehen dran, würde ich sagen. Oh, es ist aber... War nicht ganz hasenrein, aber egal. So. Drei Waggons, 121 Meter. Ach Gott, wir haben eine Menge zu tun anscheinend. So. Gucken wieder in unsere Karte rein, wo wir jetzt hin müssen. Da ist das Ziel. Wir stehen hier. Das heißt, wir müssen erst wieder vorziehen, damit wir da auf das Gleis kommen. Okay. Aufstehen. Die nach vorne verlegen. Bremse lösen. Auf das andere Gleis kommen. So, da ist das Gleis. Ja. Ach, Richtungswender rückwärts, Bremse lösen. Und auf geht's. Na, besser geht's doch gar nicht, oder? Besser geht's doch gar nicht. Perfekt angedockt. So. Absolut perfekt. Wunderbar. So, was jetzt? 13 Meter, 4 Waggons. Eieieiei. Natürlich erstmal wieder schauen hier. Überhaupt. Ach, müssen wieder abkuppeln. Oder wie? Ja, wir müssen wieder abkuppeln. Deswegen. Wieder abkuppeln.
Hafen. Ah, jetzt müssen wir zum Hafenbahnhof fahren. Von dem Gleis. Vielleicht ist das sogar schon unser Ende des Szenarios. Schauen wir mal kurz auf die Karte, ob wir da auch hinkommen, wo wir hinwollen. Sieht ganz gut aus. Der Fahrweg ist hier blau eingefärbt. Sieht gut aus. Dann würde ich sagen, lösen wir die Bremse und schalten langsam auf. So, da fahren wir. Hafenbahnhof Nebengleis. Mal gehen wir kurz hier rein. Das war's. Löse die Bremse. Schalten wiederum auf. Aber natürlich. Natürlich erstmal wieder die Karte gucken. Überhaupt hin müssen. Kommen wir dahin, wo wir hinwollen. Ja, nee. Da müssen wir hin. Und da müssen wir hin. So, jetzt passt es. Bremsen lösen. Ui, 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 ui. Bisschen zu schnell. Bisschen zu schnell hier. Denke mal, dass wir da jetzt unsere Lok abstellen werden. Dass das Szenario dann beendet sein wird, gehe ich jetzt mal stark von aus. Errungenschaft freigeschaltet. Baureihe 204. Rangierzauberei. Wunderschön. Ja, das war's mit diesem Szenario und mit diesem Video. Ihr seht, ich hatte mit 204 jetzt noch nicht so besonders oft gefahren, wie ihr an den Leveln sehen könnt. Level 3 bin ich jetzt. Wenn euch dieses kleine Szenario gefallen hat, mal ein anderes Szenario als gewohnt, mal ein bisschen rangieren, war ja auch nicht schlecht. Benötigte Zeit für 9, haben wir gebraucht 29,59. Das geht eigentlich noch fast eine halbe Stunde. Wenn euch dieses Szenario gefallen hat, dann würde ich sagen, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Ihr hört mich dann in einem der nächsten Videos wieder. Würde mich freuen, wenn ihr da wieder mit am Start seid. Macht's gut, habt eine schöne Zeit. Passt auf euch auf. Ciao, Servus und Tschüss. Euer der Danny Spieters.